Der Weihnachtsmann hat ein Windrad gefunden und rennt damit durch die Wohnung. Der hat Spaß. Das kann er bestimmt auch selber basteln. Er faltet dazu eine DIN A4-Pappe, sodass eine kurze und eine lange Seite aufeinander liegen. Dann die beiden anderen. Dann schneidet er ein Stück ab, sodass ein Quadrat entsteht. Dann faltet er das Quadrat entlang seiner Diagonalen. Und schneidet diese zu jeweils zwei Dritteln mit einer Schere ein. Die vier linken Eckhälften faltet er zur Mitte des Quadrates, sticht eine Nadel oder einen Nagel durch ihre Spitzen und durch die Mitte des Quadrates. Dann schneidet er ein kleines Stückchen Strohhalm als Abstandshalter, zieht das über die Nadel und steckt diese in einen Holzstift. Fertig ist sein Windrad. Was passiert, wenn er mal von vorne und mal von hinten pustet und auch von dort das Windrad anschaut? A. Vorn, Drehung im Uhrzeigersinn. Hinten, Drehung gegen Uhrzeigersinn. B. Vorn, Drehung im Uhrzeigersinn. Hinten, Drehung im Uhrzeigersinn. C. Vorn, Drehung gegen Uhrzeigersinn. Hinten, Drehung gegen Uhrzeigersinn. D. Vorn, Drehung im Uhrzeigersinn. Hinten, keine Drehung.